Methode. Das ist mal eine ganz neue Methode in diesem Jahr. Der Baum wird komplett hochgehoben. Dadurch, dass natürlich hier der Greifarm da ist, geht das natürlich. Das haben die noch nie so gemacht vorher. Eingeführt auf gut Deutsch. Also passt! Und nein, passt! Bewertungsphase ab? Ja, die Bewertungsphase. Wir hatten sozusagen ein Christbaum-Casting, wir hatten mehrere zur Auswahl und haben uns dann letztlich für das Prachtexemplar entschieden, weil er gut gelegen zum Abbauen war und dann natürlich auch hübsch ist. Und das war dann so die Entscheidungskriterien, dass man den genommen hat. Wie haben Sie die Entscheidungsphase mitverfolgt?
Wie haben Sie es mitbekommen, dass tatsächlich Ihr Baum genommen wird? Ach so, ja mei, das war ganz einfach. Die Stadt München hat angerufen und hat gesagt, sie haben Not am Mann, sie brauchen einen Baum und wir haben gesagt, ja, wir bringen einen. Sehr gut. Was ist es denn überhaupt für ein Baum? Wie groß ist er, wie schwer, was für eine Art? Ja, es ist eine Tanne mit gut 22 Meter, 3,5 Tonnen schwer, das wissen wir jetzt ganz genau, die Kranwaage hat es angezeigt. Ja. Und als Freisteher natürlich schön gewachsen. Jetzt steht hier Baum aus der Gemeinde Steingarten hier am Münchner Marienplatz. Macht das als Bürgermeister auch so ein bisschen stolz oder auch ein Stück weit verlegen vielleicht? Ist das so schön? Ja, stolz bin ich auf jeden Fall, den Baum jetzt hier präsentieren zu können und den sozusagen den Münchnern schenken zu dürfen, dass die auch einen schönen Christbaum haben. Und es geht aber nicht ohne ganz, ganz viele Helfer. Also da ist nicht nur der Bürgermeister dafür verantwortlich, sondern auch viele, viele, die da drumherum geholfen haben. Wie ist denn der heutige Tag ab? Also wann sind Sie aufgestanden, wann haben Sie den Baum geschlagen und so weiter? Können Sie das ja gut, geladen haben wir gestern um 16 Uhr, ist es losgegangen, um 8 Uhr waren wir fertig. Und heute früh aufgestanden, um 1 Uhr in der Früh, dann ins Rathaus, alles zusammengepackt. Mit dem Transportunternehmen dann hierher gefahren und wir waren um circa 5:30 hier. Perfekt, vielen lieben Dank, Dankeschön. Bitte, gerne. Ja, weil halt da wirklich nichts war das Jahr. Da waren wir einfach froh. Das ist das Highlight. Ja, das ist eigentlich. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck, die Werte. Was ist das für ein Highlight? Kamera drin. Das ist das Weihnachtshighlight für uns, oder? Das ist das Weihnachtshighlight. 22 Meter hoch, kerzengrad, schaut genauso aus, wie man sich das vorstellt.